Hallo und willkommen zur 9. Folge von Mittelerde Mordors Schatten. Ich habe mich entschlossen, dass wir uns an unseren Nemesis anfangen zu rächen. Und zwar dem guten Ukrom. Vielleicht sind wir inzwischen stark genug, um uns mit ihm aufzunehmen. Ich hoffe es jedenfalls, dass wir stark genug sind. Und ja, wenn wir es schaffen, ihn zu erledigen und die Zeit reicht, dann machen wir noch eine Hauptmission. Natürlich ist der gute Ukrom hier. Wo soll er auch sonst sein? Mächtige Uruks bedrohen und nötigen andere, ihrem Gefolge beizutreten. Sind sie erfolgreich, erlangen die Hauptmänner Macht. Mische dich in ihrem Rekrutierungsversuch ein, um Saurons Armee zu schwächen. Oha. Hey, ihr! Schließt euch mir an oder sterbt! Soll mir das etwa Angst einjagen? Komm, ein bisschen da hoch. Mensch, Dreck! Hallo! Tut dir jeder deiner Tote weh, Waldläufer? Das hoffe ich doch. Deiner, dir weh. Das kann ich jetzt schon sagen. Den erwische ich noch früh genug. Komm schon. Dabei wollte ich doch meine Gesichter. So viel zu deiner Rekrutierung. Was ist da explodiert? Er wurde verhext, Leute, die da! Verdammt. Na! Ja, er ist tot. Ohne dass ich was machen muss. Cool. Oh, das bringt uns jetzt jede Menge Punkte. Aber es kann gut sein, dass der gute Ukrom noch lebt. Also überlebt hat. Der Tag hat wohl an. Einzige Ohren, der führen kann, bin ich. Mist. Bleib genau da stehen! Ja! Tötet euch alle gegenseitig. So, und du hast doch eben so ein großes Maul gehabt. Oh Mann! Bam. Scheint ja nicht zu sein. Das ist mein Glück. Nur Fußball. Verreckt endlich.
Sie alle. Du bist tot. Oha. Ach, dass ich das Spiel als Multiplayer-Titel mache ab jetzt, das werdet ihr bis dahin festgestellt haben. Wow. Das war ein Massaker. Ah ja. Und ich hab mir den guten Flag. Ich frag mich, warum der die Legende heißt. Was? Habt ihr das gehört? Dieser um. Oh. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehr sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Nicht der alte Brenner, oder? Das ist grausam. Wurfdolche terrorisieren. Machen wir eine Schleichtötung mit Terror. Ja, da müssen wir noch sparen. So, eine Hauptquest wollten wir ja machen. Ich suche nur gerade an den Kräutern. Ah ja, hier. Und da ist auch eine Hauptquest. Passt doch. Ja, machen wir diese Quest. Dann kriegen wir vielleicht noch eine der Sammelherausforderungen. Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Ach, da ist die Pflanze. Ja, super geil. Spuren hinter den Büschen gefunden. Aber dieser miese ja. Kleine Schnüffler hat sich wohl wieder verzogen. Blaue Milch und Malus. Ja, gut. Komm schon, beenden wir es. Tja. Wetback. Was hast du jetzt wieder angestellt? Wetbacks Machthunger wächst beständig. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das nennst du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Hierhin? Ist das gut? Ich nehme mich einfach hin. Oh. Feigling. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockt. Bei dem Kopf wäre es kein Verlust. Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Ach, Mann, Wetback.
kann der Wachter überhaupt? Hast du das gehört? Schaut mal nach. So, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge. Ach, ich wollte mich eigentlich nur in den Fenster sind stellen. Noch ein Schütze tot. Bleibt nur noch einer. Was war denn das? Ich kann schweben. Okay, Blut, komm mal her. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ach so, schöne Stimme. Oh, Gift, toll. Schwingt ihn ab. Zu nah, wenn er ausholt. Oh, verdammt. Ein ebenbürtiger Gegner. Deine Leiche. Ah, verdammt. Ach, so werde ich den Kerl jetzt auch los. Deine mit diesen Tricks kriegst du mich nicht. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Das sagst du dich nicht! So, mein Freund, was kannst du mir denn sagen? Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Verdammt, das habe ich... Mock, der andere Zwilling. Okay. So. Oh. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter?
Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Also eigentlich... Mit dem Typ da, mit Redback, haben die echt... Aha. Das ist das furchtbarste, eins der furchtbarsten Dinge, die sie machen können. Nicht die Idee an sich, aber einfach, was für, das für ein Charakter ist. Das ist doch eigentlich wirklich nur dafür da, dass man lachen kann. Oder lachen soll. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Das habe ich von einem anderen Urok. Aber selbst der konnte mich nicht töten. Das gibt's doch nicht. Du lebst ja immer noch. Einer gegen einen. Verdammt! Na, fuck! Zurück ins Grab, Stück Dreck! Oh Mann. Dadurch, dass er mich getötet hat, wird er so sauer. Er lebt ja immer noch, ey. Kann. Also die Klaue kriegt auf jeden Fall was meine Klinge noch. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land... Die uns im Lande, Mordor. Ja, ihr mich auch. Ha. Ich versuche jetzt noch Erschaffen die Sammelherausforderung zu machen. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Jetzt haut ab. Ah gut, da ist eins von denen, ja. Die gelbe.
warte. Ach, wenn ich schon da bin. Ich rieche etwas. Bringt ja alles. Muss man ja aussetzen. Wer weiß, wann man nochmal welche kriegt. So, nur noch zwei blaue Milch. Das ist eine gute Idee. Stachelkopf. Was ist das da? Natsu und Lucknack. Ach, wisst ihr was? Das machen wir. Zum Abschluss. Du hättest einer von uns sein können. Jetzt stirbst du. Nein, nicht mich! Lass mich leben, bitte! Also irgendwie vom Namen her. Du wirst niemals wahre Macht kennen! Ich bin kein bloßer Soldat! Und wer will als erstes? Möchtest du das Schicksal dieser verurteilten Magen teilen? Dann komm nur her! Irgendwie keiner so richtig gerafft, dass ich da gerade einen zu mir hingerichtet habe, oder? Ach, falsch hingerichtet, sorry. Zurück mit dir, Narr! Ich komme ein andermal zurück und dann wird dir das noch sehr leid tun! Vergiss es! Beide Hauptmänner über dich. Dem muss ich ein Ende setzen, ja? Ich hab dich gerettet, du verdammter Idiot. Okay, der kommt nicht wieder. Oh, verdammt, was ist das für einer? Bist du verletzt? Komm ich ungelegen? Du hast keine Vorstellung von meinem Können, Waldläufer! So, mein Freund. Und jetzt sag mir alles, was ich wissen will. Oh, Mann. Na ja, danke für die Info.
Ah ja. Drei Hauptmänner noch getötet, hätte ich nicht gedacht. Du hast es doch auch. Aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Gib und da ist ja schon die nächste Hauptquest. Passt doch. Das riecht doch förmlich nach dem Ende einer Folge. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Ciao.